Eine gute Portion Glück braucht es beim überdimensionalen Slotti in der Shopping-Arena St. Gallen. Um wieder mehr Kunden vom Onlinehandel in die Läden zu bringen, versuchen Detailisten mit besonderen Events auf sich aufmerksam zu machen. Ja, das Ziel der Events ist natürlich, dass wir ganz viele Besucher hier in die Shopping-Arena bringen können, dass wir es unterhalten können und dass sie eine gute Zeit hier in der Shopping-Arena haben. Ja, ich denke, es ist vor allem interessant für die jungen Leute, für kleine Kinder. Vielleicht damit die Leute auch mal Spass haben. Der Felix Keller vom Kantonalen Gewerbeverband St. Gallen möchte die Leute von den Vorteilen im Detailhandel überzeugen. Das ist uns insbesondere die kompetente Beratung vor Ort. Und auch wenn man mal einen Garantiefall oder eine Rückgabe hat, dann muss man nicht auf Post rennen, sondern man kann in den Laden in der Stadt oder in der eigenen Gemeinde gehen. Ich gehe gerne in die Läden einkaufen. Essware sowieso, bestelle ich nichts heim. Bei Kleider ist so ein bisschen zweiteilig, online wie auch physisch im Laden. Die Hälfte bestelle ich online und die Hälfte gehe ich in den Laden kaufen. Vor allem Kleider, weil die möchte ich gerne anprobieren, bevor ich es kaufe. Ja, eben Kleider und so. Mit dieser neuen Plakatkampagne möchten St. Galler Detailisten wieder mehr Kunden für den Einkauf im Laden begeistern. Da ist natürlich schwierig zu sagen, ob jetzt ein Kunde weniger in einen Online-Shop von X oder von Y geht. Uns geht es wirklich darum, einfach die Vorteile des lokalen Gewerbes hervorzuheben. Und das ist uns mit dieser Kampagne aus unserer Sicht gelungen. Also da können wir wirklich messen, oder? Wir haben ja die Statistiken. Wir sehen einerseits, wie viel mal gespielt wird an dieser Slotmaschine. Ich spiele noch gerne und dann hat mir das gerade gefallen, dass da so eine Slotmaschine hat. Das ist cool. Es ist zu hoffen, dass es auch bei dem Spiel auf allen Seiten Gewinner gibt.